Willkommen zurück zu Let's Play Böse Nachbarn. Mittlerweile sind wir in der letzten Folge der zweiten Staffel angelangt. Es ist der Badetag und der Nachbar ist fast nackt. Sehr schön. Gute Körperpflege ist wichtig und richtig. Im Glauben bald ein entspanntes Bad nehmen zu können, ist der alte Stinker bei bester Laune. Während sich die Badewanne füllt, blättert der Nachbar im Fotoalbum mit Fotos seiner geliebten Mutti, nascht Bonbons und macht Pudding. Doch Woody hat schon wieder einen ganz neue Streich auf Lager. Sag mal, heute verstreiche ich mich aber dauernd. Das tut mir leid. 6 Minuten haben wir Zeit, die Mindestquote ist 75%. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Streiche wir eben spielen müssen. Aber ich schätze mal 9 Streiche. Ja, es werden immer mehr Streiche. Der Badetag. Da oben, die Bilder sind auch neu. Die waren vorher noch nicht da. Oder zumindest sind sie mir vorher noch nicht aufgefallen. Schwarze Schuhcreme. Leim. Guck mal. Und die Schuhcreme, die könnten wir vielleicht für die Bonbons verwenden oder so. Was haben wir hier noch? So. Da stand, dass ich ein Bad machen will. Ich vermute mal, wird sich jetzt das Bad machen gehen. Ja, habe ich richtig vermutet. Ich kann die Schuhcreme mit den Bonbons verwenden. Mit dem Buch. Die Badekugel können wir als Süßigkeiten nehmen. Na, lecker. Das Buch können wir deswegen wenigstens anmalen. Auch nicht, anmalen. Schade. Ich hatte ja gehofft, dass ich das Buch... Milchflasche. Können wir da das Haarwuchs... Aber das Haarwuchsmittel könnten wir doch da reintun, oder? Auch nicht. Ach, du weißt einfach nicht, was du willst, Woody. Und wir haben mal wieder ein Ei gefunden, was wir in die Mikrowelle packen können. Oder? Okay, jetzt geht er noch bei. Sehr schön. Dann machen wir hier gleich 2 Streiche wieder rein. Die Schuhcreme, die sieht genau aus wie die Milch. Da muss doch was gehen. Geht da echt nichts. Leim. Geht da Leim? Oh, jetzt geht er unten rum. Können wir denn den Leim... das Buch können wir vielleicht zukleben hier. Das wird den Nachbar bestimmt ärgern, wenn sein Buch zugeklebt ist. So, seine Mutter malen wir auch mal wieder an. Wissen wir nicht, wo wir die Schuhcreme verwenden können. Oh fuck, er geht wieder runter. Ich bin da mal schnell weg im Schrank. Guck mal, ich habe deine Mutter angemalt. Ist gut, Donald. Kein Grund, sich aufzuregen. Ich weiß gar nicht, wie der Nachbar heißt. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, er heißt Rottweiler. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Wobei Rottweiler ein sehr passender Name für ihn wäre, finde ich. Wie so ein Hund. Für was brauchen wir die Schuhcreme? Eklige, die alle schmutzig macht. Ich glaube, können wir auch sein Handtuch vielleicht schmieren oder so. So. Tja, hast du wohl dein Buch zerrissen. Nein, aber das können wir ins Klo packen. Haarwuchsmittel mit CC. Können wir da echt nichts? Leere Badewanne, können wir da Schuhcreme reintun? Ich frage mich gerade, wo wir die Schuhcreme hintun müssen. Das ist mir noch ein kleines Rätsel. Ah, da ist ein Apfeleimer, den habe ich vorhin übersehen. So, wir gehen mal hoch. Kein Grund, dich aufzuregen, lieber Nachbar. Das Haarwuchsmittel, das muss man doch bestimmt da irgendwo reintun. Komisch. Jetzt steht es da. Stand es vorher auch schon da oder habe ich das vorhin übersehen? Oder ist es nur, weil er jetzt gerade ins Bad geht? Nein. Können wir da irgendwas kombinieren? Flasche mit Haarwuchsmittel kombinieren? Nee. Kombinationen sind anscheinend nicht möglich. Die müsste irgendwie mit irgendwas gefüllt werden. Könnte die Flasche mit Wasser füllen. Ich weiß, was wir machen. Das Wasser, füllen wir mal das ins Wasser rein. Und wenn das nicht funktioniert, dann füllen wir halt das Haarwuchsmittel da rein.
Ah ja, das Haarwuchsmittel können wir da reinfüllen. Kann man das Wasser auch noch nehmen? Sehr schön. Ah, okay. Ist mir aber immer noch ein Rätsel, wofür ich die Schuhcreme brauche. Ah, die können wir... Scheiße. Mit dem Handtuch können wir die verwenden. Ah, fuck. Geh nach oben, sonst haben wir verloren. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Aber jetzt weiß ich immerhin, wofür die Schuhcreme verwenden können. So, jetzt haben wir ihm das Haarwuchsmittel da reingepackt. In seinen Kuchen. Beziehungsweise in seine Sahne. Und die Schuhcreme können wir da verwenden. Da können wir nämlich das Handtuch schmutzig machen. Oh Mann. Chewbacca ist nichts dagegen. Tja, Chewbacca wäre recht neidisch auf ihn. Oh. Na gut, da sollte er sich dann beeilen mit seinem Kuchen. Weil er wahrscheinlich dann Dünnschiss wieder kriegt und dann schnell ins Bad rennt. Jedenfalls wäre das meine Hoffnung. Sonst wird das mit der Zeit wieder mal knapp. Ich will schon nicht wieder eine Episode verkacken, weil mir die Zeit fehlt. Aber ich befürchte, das mit der Zeit wird knapp. Nun gut. Ich bin jetzt nur noch zum Zuschauen hier verdonnert. Jawohl. Ja. Uah. Ja, war wohl nichts mit Kuchen. Ich glaube, er lässt sich erst Wasser ein, läuft dann nochmal zurück und macht dann den Kuchen fertig, oder? Ja, nee, das wird nichts mehr. Ich befürchte, das wird nichts mehr. Ihr könnt ja sehen, wie die Zeit uns davon rennt. Habe ich schon wieder verkackt, weil ich zu wenig Zeit hatte. Das ist echt ärgerlich. Aber es sei denn, er regt sich jetzt schon über das Handtuch auf. Nee, macht er nicht. Tja. Ich muss schneller werden mit meinen Streichen. Ich sehe schon. Das muss schneller gehen. Naja, jetzt weiß ich immerhin, was ich machen muss für die Streiche. Was? Wir haben nicht mal die Einschaltquote. Oh, das ist ärgerlich. Na gut. Naja, Versuch neues Glück. Wollen wir uns davon mal nicht unterkriegen lassen. Ja, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Komm, hier, mach weiter. Zeit ist Geld. So viel Zeit haben wir nicht. So, gleich mal die Mutter anmalen. Ja, ach, die Schuhcreme war da auch drin. Okay. Jetzt verpassen wir immerhin die Streiche nicht mehr. Ja, das ist blöd, manchmal muss man ein bisschen länger suchen für die Streiche. Nein, du sollst einfach hochgehen. Warte. Ah, fuck, geh einfach hoch, geh hoch. Naja, können wir immerhin schon mal das Ding hier zukleben. Ah, das ist blöd. Obwohl, so blöd ist es gar nicht. Jetzt können wir nämlich die Flasche hier gleich mitnehmen. Fürs nächste Mal. Und das Ei können wir ihm auch gleich reinhauen. Das Ei können wir ihm in die Pfanne hauen, beziehungsweise in die Mikrowelle. Tja, da fällt er gleich mal aufs Maul. Immerhin sind die Kinder anscheinend weg, die da in der letzten Episode noch rumgeschrien haben. Das ist bei mir auch öfters mal in den Folgen, dass das im Hintergrund ein bisschen hört. Das ist vom Hof des Kindergeschrei. Aber ich gehe dafür gewöhnlich nicht runter und schreie sie an. Ah. Komm, geh weiter. Wir haben hier noch einiges zu tun im Bad. Müssen wir hier nämlich einmal die Sachen suchen. Dann das Haarwuchsmittel schon beim gleich reinfüllen. So, die Flasche müssen wir noch auffüllen. Sehr schön. Da regt er sich auf. Na komm. Kein Grund, sich aufzuregen. Das ist noch harmlos, wenn du weißt, was dich als nächstes erwartet, mein Freund. Mein Nachbarfreund. Lecker. Lecker. Ach, da ist noch kein Haarwuchsmittel drin, das tue ich jetzt erst dahin. Na gut, diesmal schaffen wir es aber in der Zeit, denn jetzt kennen wir ja die Streiche auswendig. Ich glaube, ich habe jetzt alle Streiche gemacht. Ich würde sagen, dann verstecke ich mich mal ganz schnell da drinne. So. Und warte den Rest der Episode ab, der sich den Nachbarn jetzt erstmal mit dem als Hobby mal Super Mario Klempner verdingen kann. Dann erstmal zum Wookie wird. Servus, Chewie. Dann sich versucht abzutrocknen mit einem Handtuch, was übelst dreckig ist. Okay. Seine Gesichtsausdrücke vom Nachbarn, die sind auch immer herrlich. Immer eine wahre Freude mit ihm. So, jetzt versucht er... Ja gut, das Buch des
Das Buch haben wir ja schon mal geleimt. Da haben wir ihn schon mal geleimt. Ja. Findest ein paar schöne Sachen in deinem Büchlein drin, ne? Na? Na, das würde ich nicht essen. Das schmeckt, glaube ich, nicht so toll. Und erstmal wieder aufs Klo. Jetzt geh aber schnell Kuchen machen. Ich will erst noch hier einigermaßen in der Zeit schaffen. Hopp, 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 Kuchen machen. Er hat wieder gute Laune, wie ihr da unten seht. Das ist eigentlich nicht in unserem Interesse. Er regt sich echt gar nicht so schnell. Also er regt sich immer nur kurz auf und dann ist wieder gut irgendwann nach einer Weile. Lecker, lecker Haarwuchsmittelkuchen. Sieht eher aus, als hätte ein Gehirn oder sowas da drin gemacht. Dieses Lila sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Nun gut. 88% reicht das. Sie haben es geschafft. Sie haben alle Folgen dieser Staffel erfolgreich beendet. Jedoch war die Quote nicht immer außergewöhnlich gut. Daher wurde Ihnen keinen Extrapreis verliehen. Nur schade. Ich hätte gern einen Extrapreis gekriegt. Naja. 7 Minuten haben wir da Zeit. Na gut. Ich würde sagen, die fangen wir noch an, die zweite Staffel. Nachbar links mit Statue. Es ist Muttertag und da möchte der liebe Sohnemann seiner geliebten Mutti etwas ganz Besonderes schenken. Ob ihr ein Foto von Söhnchen gefallen würde oder doch besser das Gemälde, die riesige Statue oder die selbstgetöpferte Vase. Auf jeden Fall macht der Nachbar wieder jede Menge Lärm und da stört Woody gewaltig. Wenn man schleicht, kann man auch neben seinen Haustierstreichen vorbei vorbereiten. Aha, vielleicht gibt es ja schon Haustiere in der Episode. Der Episode am Muttertag. Okay. Ah, das Haus hat sich erweitert. Tauben, okay. Da oben habt ihr es auch vielleicht schon ganz kurz gesehen. Da ist jetzt nämlich der Hauspapagei. Was macht er da oben? Oh ja. Auf jeden Fall hat er eine sehr schöne Kamera. Ah, jetzt geht er mal töpfern. Er liebt seine Mutter wirklich. Das muss man ihm lassen. Diese Fleckenspray entfernt alle ungewollten Farbflecken. So richtig ein Streich ist mir aber auch noch nicht aufgefallen. Da können wir nicht laut sein, sonst... Okay. Da liegt eine Banane. Okay, jetzt bin... Naja, müssen wir erstmal das ganze Haus ein bisschen erforschen. Okay, jetzt malt er wieder ein bisschen. Ah, wo malt er? Ach, da malt er. Malt er da seine Mutter oder was malt er da? Ah, das Ding können wir doch bestimmt sabotieren hier. Dieselaggregat. Ja, ich glaube... Machen wir ihm noch eine Banane hier hin, dann freut er sich doppelt. Und den Schemel können wir ihm auch benutzen. Was können wir denn da durchschneiden? Oh. Na, ich glaube... Jetzt hat er eh genügend fotografiert, jetzt rennt er wieder. Oh, zum Töpfern. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Im Briefkasten können wir nichts machen, oder? Nee. Scheint nicht so. Seine Mutter irgendwie verunstalten geht auch nicht. Nee, schade. Uns rennt schon wieder die Zeit davon. Da war nichts drin, gell? Nee. Ich glaube nie. Wo rennt er jetzt hin? Ich glaube, wir gehen mal nach oben. Oh. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Fleckenspray. Können wir das mit der Kamera verwenden? Nein. Aber das mit der Kamera. Was haben wir denn in der Flasche drin? Magnesiumpulver. Ah, okay. Wow, gehen das Bett runter. Ja, unter Betten können wir uns auch verstecken. Das ist schon mal gut. Das war auch schon wieder sehr knapp. Irgendwie müssen wir das Bild noch verunstalten. Ah, das Fleckenspray können wir... Da können wir ihn sein Bild kaputt machen. Was machen wir mit der Taube da? Komische Taube. Ach, die können wir durchschneiden, dann kann er nicht weitermalen. Das wird ihn ärgern. Ja, das war ein bisschen viel Blitz, gell? Wenn du wüsstest, wie nah ich dir bin. Wenn du das wüsstest, Nachbar. Jetzt geht erstmal wieder töpfern. Derzeit schneiden wir mal eben seine Taube los und machen sein Bild kaputt. Ja, die wird auch froh sein, dass sie nicht mehr als Fotoobjekt herhalten muss. So. Reißnägel, können wir die...
Nein. Können wir nicht mit dem Boden verwenden. Vielleicht können wir noch irgendwie seine Statue kaputt machen. Ah, fuck, man muss wieder unter das Bett. Ah, oh, die Zeit wird schon wieder knapp. Die Zeit rennt und schon wieder davon. Aber immerhin, jetzt haben wir schon 5 Streiche gleich. Ah, okay, das hat er nicht gehört. Nee. Sei ruhig. Okay, weg hier. Weg, 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 weg. Ah, auf seinem Schemel können wir die Reißnägel verwenden. Und ich glaube, damit haben wir alle Streiche. Ja, damit haben wir 7 Streiche. Hehehe. Tja, Nachbar. Und wir waren wieder böse. Jetzt können wir wieder genießen. Uns zurücklehnen und die Show genießen. Hoffe ich jedenfalls. Okay, das Bild ist, glaube ich, kaputt. Da macht er auch nicht mehr weiter. Da haben wir seinen Tagesablauf endgültig gestört. Na gut, das schaffen wir auf jeden Fall in der Zeit. Ist ja auch sehr liebenswürdig, wie er seine Mutter gemalt hat, so mit dem Nudelholz. Da wird sie sich bestimmt freuen über so eine schöne Statue mit Nudelholz. Na komm, mach hinne. So, jetzt haust du dich nochmal von der Statue runter. Vielleicht haut er die Statue kaputt. Oh oh. Er hat seine Mutter geköpft. Und wir haben alle Streiche unten. 91%. Na, ordentlich. So will ich das auch immer sehen. Spitze. 7 von 7 Streichen und eine Einschaltquote von 91%. Ja, wenn wir das doch immer haben würden. Na gut, das haben wir aber leider nicht immer. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ich liebe dieses Spiel echt. Ihr seht, das ist nicht besonders lang. Wir sind jetzt schon bei der... Uns fehlen noch wie viele Folgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen fehlen uns nur noch. Aber ich vermute mal, die sind auch ein bisschen länger als die ersten. Trotzdem, ja. Würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wir sehen uns. Bis dann. Servus.